Hey Kinders, was geht bei euch ab? Das Update ist da. Viele sagen zumindest der erste Teil. Wer weiß? Es ist augenscheinlich ein Battle Royale Modus geworden. Direkt als allererste Sinneseingabe. Ich finde, er ist echt nice geworden. Also richtig cool. Ihr wisst ja, dass ich eh keine großartige Abneigung dagegen hatte. Deswegen, für mich war das von vornherein einfach nicht so fatal, falls es sowas gewesen oder geworden wäre. Und jetzt ist es halt sowas geworden. Ein Battle Royale Modus. Und ich muss wirklich sagen, das, was mit CSGO, oh Money, was mit CSGO möglich ist, haben sie wirklich geschafft, also rausgeholt. Alles. Alles, was ging, haben sie ja reingehasselt. Ich habe eben mit Wallen schon bestimmt 20 Runden zusammengespielt, also im Duo, habe auch einige Wins eingefahren, aber hier Solo habe ich noch nie gespielt, also bis jetzt. Das ist jetzt mein erstes Solo-Game. Ich werde jetzt, achso, Shizzle, Date. Jetzt habe ich noch die fette Bombe. Vielleicht bekomme ich direkt auf die Nase, das kann gut sein. Man braucht am Anfang natürlich erstmal, wenn eine Waffe gut. Oh, liegt da eine Tote. Oh, das sieht nicht gut aus da. Ich könnte mir auch eine Pistole holen, aber ich will mir keine kaufen. Ich finde bestimmt eine. Okay, da ist einer. Das ist schlecht. Ich hoffe, der geht nicht zum Piepsen hin. Ja, da ist eine. Was habe ich denn jetzt? Was lacken? Oh, fuck. Hallo. Ja! Ich habe ihn genudelt! Oh, meine Bombe geht hoch. Ah, die ist hochgegangen. Vielleicht habe ich ihn auch mit der Bombe gekillt, ne? Das kann sein. Schon mal ein furioser Start. Also, nur um das einfach mal kurz denen zu zeigen, die es halt jetzt noch gar nicht getestet haben. Man kommt, wie gesagt, mit dem Fallschirm runter, wählt aber im Vorfeld aus, wo man runterkommen möchte. Man hat beim Runterschweben nur minimale Möglichkeit, woanders zu landen oder ein Stück woanders zu landen. Wenn man dann unten ist, gibt es diese Boxen, die ich eben aufgeschlagen habe. Und da sind dann entweder irgendwelche Knives drin und eben die Pistolenkisten, die kleinen. Dann gibt es noch größere Kisten, in denen sind dann größere Waffen drin, wie Schrotflinten oder halt sonst was. Fuck, hier war schon jemand. Da läuft... Da, alles klar, der hat mich gesehen. Ach ja, es gibt noch neue Skins. Unter anderem eine AWP Neo Noir und eine AK Asimov. Also richtig, richtig überkrass. Noch diverse andere, aber das seht ihr ja dann. Das hier ist die Map, in der man auswählt, wo man eben hin möchte. Ich gehe jetzt einfach zu Lighthouse. Oh nein, da ist ein Geschütz. Fuck, 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 fuck. Manchmal stehen Geschütze in der Welt rum. Ja, man kann Primates nicht nur mit dem Handy und Level 21 holen, sondern, fast runtergefallen, sondern man kann es jetzt auch kaufen. Wir bleiben jetzt erstmal fernab von der Bewertung, wie gut dieses Update jetzt ist und was alles fehlt und was man sich hätte gewünscht und pipapo und bla bla bla, sondern wir versuchen mal kurz einfach nur bei dem zu bleiben, was da ist, ja, und versuchen uns darüber etwas zu freuen. CSGO ist jetzt auch, wenn ich es richtig gelesen habe, kostenlos, was möglicherweise Neueinsteiger anlockt. Und mit dieser Aktion auf Twitter, das war übrigens der Pistolencrate, haben sie, glaube ich, auch sehr viele alte Hasen wieder dazu angeregt, reinzuschauen. Also es war wirklich krasse Publicity-Sache, die sie da rausgehasselt haben. Nämlich ist die CZ oder die USP? Ich behalte die CZ für einen Close Encounter. Dann gibt es Drohnen. Da hinten habt ihr kurz eine gesehen. Ich kann mir jetzt hier mit B auch irgendwas kaufen, ja, mit dem Geld, das ich eben gerade zur Verfügung habe. Ich kaufe mir jetzt aber nichts, denn erstens können die Drohnen abgeschossen werden, ja. Und zweitens, da fliegen Raketen, oh shi. Die schlagen in die Bereiche ein, die, das habe ich noch nicht ganz verstanden, wo die einschlagen. Das ist eine Drohne von jemandem, die fliegt aber schon wieder weg. Das heißt, die hat delivered und ist wieder am Abdampfen. Munition ist immer sehr knapp. Ich habe jetzt hier 10 Schuss und kann hier, ich glaube, immer 8 Schuss rausnehmen. War da jetzt einfach mehr drin oder nimmt die Pistole mehr? Kann sein, weiß ich nicht genau. Für die AK, ich habe vorhin eine AK gehabt, da konnte ich immer nur 8 Schuss rausnehmen aus so einer Ammo Crate. Man hat hier die Karte auf Tab. Die gelben Bereiche sind die aktiven Bereiche. Also in diesen Bereichen sind Leute, die rumlaufen, ja. Man sieht auch aktiv, wie die sich verändern. Wenn ich jetzt hier gleich rauslaufe in den nächsten... Oh, einer kommt neben mir in den rein. Da läuft er, ich hab ihn gesehen. Na gut, mit CZ bin ich halt fucking dirm, ne? Also irgendwie habe ich gehofft, dass die etwas mehr Schuss hat. Oh! Habt ihr ja gesehen, wie der geplatzt ist, ne? So, jetzt snack ich mir direkt seinen ganzen Scheiß. Sein Geld ist leider runtergefallen. Die Leute zerplatzen irgendwie immer, wenn man sie killt. Und lassen halt alles fallen, was sie so hatten. Jetzt kann ich mal gucken. Es sieht so aus, als wenn ich der Einzige wäre. Das sehe ich jetzt. Ist direkt ein kleines Mini-Tipp-Video, obwohl ich dazu noch direkt ein kleines Tipp-Video aufnehme. Wenn ich jetzt hier die Zone wechsle, Zöhnchen, und die wechselt mit mir, heißt es, dass da keiner sonst ist, ne? Außer er wechselt gleichzeitig mit mir, was wirklich ein großer Zufall sein muss. Somit weiß ich, wo die Gegner gerade stehen, so ungefähr, ne? In welchen Bereichen sie sind. Ich muss jetzt unbedingt eine Hauptwaffe ergattern. Ah, Munition, immer gut. Munition ist echt ultra selten. Deswegen nehmt alles mit, was ihr habt. Wahnsinn, ich hatte noch nie den Fall, dass nicht genug reingeht. Aber gut, die CZ kann halt auch einfach nicht mehr nehmen, ne? Die hat immer nur 12-12. Man kann die Melee-Weapons auch schmeißen, mit Rechtsklick gedrückt halten, batsch, und jemandem an die Rübe schmeißen. Was gar nicht mal so uncool ist, würde ich sagen.
Ah, hinter mir ist jetzt einer wieder in dem anderen Bereich. Den versuche ich mir noch geschwind zu snacken. Ich bleibe aber oben. Ich möchte den High Ground haben. Wenn er jetzt halt ein dickerer Wurm... Oh, oh. Schade. Was habe ich denn da bekommen? Ach Gott, sehr schön. Es kam hier jetzt auch eine neue MP5. Ein neuer Skin für die MP5. Und zwar die Lab Rats. Die bekommt ihr automatisch, wenn ihr Prime habt auf CSGO. Und eine gewisse Anzahl XP sammelt. Hier in diesem Modus. Der Modus heißt übrigens Danger Zone. Weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Prime ist jetzt nochmal ganz anders angelegt. Hier oben sieht man es. Es ist jetzt ganz groß und grün und Prime und hin und her. Da haben sich scheinbar auch nochmal ein gewisses Augenmerk drauf gelegt, wobei ich mich da noch nicht eingelesen habe. Ich will euch in erster Linie einfach nur diesen Spielmodus jetzt fürs Erste zeigen. Diesen, ja, Danger Zone Spielmodus auf der Map Blackside. Am Anfang, das habt ihr jetzt ja schon gesehen, ist immer ein bisschen Warm-up. Indem man übrigens auch schon Leute killen kann. Also da könnt ihr auch halt ja schon so ein bisschen anfangen und euch warm schießen. Und sobald es dann losgeht, geht es los. Noch ganz kurz zu dieser neuen Kiste. Also die neue Kiste nennt sich Danger Zone Case und hat eben wieder 17 neue Skins mit am Start. Die AK-47 Asimov, die Phosphor MP5, richtig geiles Teil, eine Mecha Industries Desert Eagle, eine Momentum UMP45, oh, eine USPS Flashback, Born to Clutch, aha. Eine Nevermore P250, eine MAC-10 Pipedown. Alter! Die sehen schick aus. Eine Signal Galil AR, eine Scavenger G3 SG1 und eine FUBA, Tech9 FUBA kennt man. Eine SG553 Danger Close, eine Black Sand Sword Off. Alter, eine M4A4 Magnesium. Woodfired Nova, eine Oxid Blaze Glock 18, nice. Da ging gerade heute die Deagle raus im Livestream, die Oxid Blaze, schickes Teil. Dann haben wir noch eine Modest Threat MP9 und die AWP Neon Nova ist halt echt krass, oder? Das ist wirklich imitiös. So, ich glaube, das wäre es zumindest vorerst alles gewesen. Demnächst haue ich euch den ersten Platz raus. Aber jetzt muss ich das geschwind verarbeiten, weil es schon sau spät ist. Und ja, ich muss gleich wieder aufstehen. Ach ja, heute Abend ist Livestream. Heute Abend, am Freitag, um 22 Uhr ist Livestream. Auf Twitch. Der Link steht in der Videobeschreibung. Kommt ran. Ciao, ciao.